Skibidi Toilet Folge 63 ist die längste Skibidi Toilet Folge, die wir bis jetzt bekommen haben. Die Folge ist jetzt schon ein paar Tage her, aber es gibt einige Secrets hier drin, die wir uns auf jeden Fall mal angucken müssen. Und einige Secrets, die ihr garantiert nicht gesehen habt. Und wir starten direkt rein mit ein paar komischen Beobachtungen. Denn seht ihr diese Camcorder-Man hier? Die laufen hier rum. Die laufen in den Kampf rein, aber sie kämpfen überhaupt nicht gegen die Toiletten. Die laufen ja einfach auf dem Schlachtfeld unbewaffnet rum. Keine Ahnung, ob die Verwundete einsammeln sollen oder so. Fakt ist auf jeden Fall, die Kollegen kämpfen aus irgendeinem Grund nicht. Ist euch außerdem aufgefallen, dass die Toiletten hier neue Köpfe haben, irgendwie gelbe Augen und spitze Zähne und neue Roboterarme? Wir hatten schon öfters Spider-Toiletten, aber diese Roboterarme haben wir zum ersten Mal bei dieser Toilette hier gesehen, die hier mit ganz vielen Armen rumfliegt und Cameraman und Speakerman aufgespießt hat. Aber mittlerweile haben selbst diese normalen Toiletten auch diese Roboterarme, um sich zu verteidigen. Außerdem ist auch dieses blaue Auto wieder hier, worüber wir in der letzten Analyse schon gesprochen haben, genau wie hier an dieser Stelle, was nur wieder darauf hindeutet, dass all das miteinander verbunden ist. Außerdem können wir auch diesen Arm hier auf dem Schlachtfeld sehen. Und der Arm gehört keinem geringeren als dieser Astro-Toilette, die versucht hat, G-Man zu töten. Ihr rechter Arm wurde hier von der Wissenschaftler-Toilette zerstört und der andere Arm liegt hier auf dem Schlachtfeld. Also war die Toilette auch in irgendeiner Art und Weise hier in die Kämpfe verwickelt, aber hat offensichtlich ordentlich Schaden davon getragen. Eine weitere wichtige Szene ist diese Spider-Toilette hier, die den Cameraman zerstört. Und habt ihr das gesehen? Da kommen Funken und Blut raus. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir Blut aus einem Cameraman kommen sehen, denn auch hier in Folge 62 wurde einer zerrissen und es kam Blut raus. Und auch später in dieser Episode, in Episode 63, werden wir noch mehr Hinweise darauf bekommen, die wir eh schon haben, dass manche von diesen Camera und Speakerman scheinbar noch teilweise menschlich sind oder wie auch immer aufgebaut wurden. Vielleicht sind es auch irgendwelche komischen Hybriden. Sehr, sehr strange auf jeden Fall und ich bin gespannt, was wir dann noch an Story-Infos kriegen werden in den nächsten Episoden, wie wirklich die Herkunftsgeschichte von den Skibidi Toilets und den Kameramännern ist. Wir haben ja schon einige Theorien, aber ich bin gespannt, was die Wahrheit ist. Außerdem gibt es hier noch einen interessanten Unterschied. Das Bild hier auf der rechten Seite, was ihr direkt neben mir seht, wurde im Discord von der Fug Boom geleakt. Da kriegen wir immer ein paar Hinweise auf die nächste Folge, was sehr interessant ist. Und fällt euch ein Unterschied zwischen diesen beiden Bildern auf? Auf dem rechten Bild haben wir unten rechts diesen Knopf oder was das ist. Links ist der in der fertigen Episode einfach weg. Da wurde dann also scheinbar einfach nochmal was geändert, obwohl die Folge scheinbar schon geleakt und fertig wurde und er guckt auch anders. Und erinnert ihr euch noch an den Typen hier? Folge 24 ist schon eine Weile her. Tja, Freunde, das ist er jetzt. Dark Speakerman ist jetzt mit hier am Start. Er hat einfach nur zwei Messer dabei, sieht aus wie Speaker Woman, ist extrem geupgradet, viel, viel größer, als er noch in Episode 24 war. Ich meine, ihr seht ja, hier ist er ungefähr so groß wie die anderen Speakerman. Und hier sehen wir ihn neben dem Cameraman und er ist viel, viel größer als der. Und wir wissen, Cameraman und Speakerman, die normalen, sind ungefähr gleich groß. Und noch ein krasser Unterschied, normale Cameraman und auch normale Speakerman haben oft Waffen, mit denen sie in den Kampf ziehen. Obwohl die Cameraman am meisten die Waffen haben. Aber schaut mal, Dark Speakerman geht einfach nur mit zwei Messern in die Schlacht. Er braucht keine Waffen, er braucht nur sein Skill und Geschick und zwei kleine Messer. Tja, wen kennen wir noch, der nur zwei Messer benutzt? Genau, Speaker Woman. Aus Folge 61 war das, ne? Die beiden haben offensichtlich was miteinander zu tun. Beide gleiches Outfit, beide diese Kopfhörer auf, beide die gleiche Kopfform und beide kämpfen nur mit Messern. Bruder, Schwester, sind die beiden ein Paar? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie turbo krass. Und ich bin gespannt, wenn wir vielleicht mal beide zusammen in Aktion erleben. Und in der Szene hier lernen wir auch zwei wichtige Dinge. Dark Speakerman geht hier in den Angriff über und haut seine Messer in die Skibidi Toilet rein, in den Kopf. Was sagt uns das? Die Skibidi Toilets sind auch ganz normale, lebende Kreaturen. Es könnte sein, dass alles hier in irgendeiner Art und Weise ein Roboter ist. Speakerman, Cameraman, die Skibidi Toilets. Ich meine, das sind Köpfe, die in Toiletten drin stecken. Aber das sind alles scheinbar noch ganz normale, lebende Organismen. Wenn der Kopf zu sehr beschädigt wird, ist Game Over. Und die Schwachstelle nutzt Dark Speakerman hier natürlich aus. Und mit einem gezielten Hit hat er die Toilette erledigt. Ansonsten taucht hier jetzt ein weiterer Mutant auf, der hier einfach dieses Fahrzeug zerstört, auf dem ein paar Cameramen abhauen wollten. Er sieht aus wie der hier aus Episode 62. Oder wie der hier von noch einer früheren Episode. Aber ist definitiv nicht der gleiche,
denn er hat jetzt einen Jetpack. Und der Kollege hier aus Episode 62 hat kein Jetpack. Die sehen sich zwar sehr ähnlich, vielleicht wurde er auch zwischen den Episoden geupgradet, aber ich glaube, das ist jemand anders, der uns hier in Episode 63 angreift. Außerdem werden die Cameramänner in diesem Fahrzeug überhaupt nicht getötet. Man könnte ja denken, die explodieren alle. Aber er rennt hier rein und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Cameramänner noch alle schnell runterspringen oder weggeschleudert werden. Sie liegen auf jeden Fall nicht in der Explosion. Und dann geht's hier in das epische Finale über. Diese beiden Helikoptertoiletten werden vom neuen verbesserten Plungerman in seiner Toilette angegriffen. Er schnappt sich hier auch den riesigen Typen und macht ihn komplett fertig. Zack, geht in den Angriff über. Boots bringt ihn zu Fall und landet hier, als wäre nichts gewesen. Eine Sache hier ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Schaut euch mal Dark Speakerman an. Der ist schon voll im Kampfmodus. Der will gerade angreifen. Jetzt entspannt er sich, als er sieht, dass der Plungerman hierher kommt. Und er denkt sich wahrscheinlich, na, Plungerman hat so lange nicht mehr richtig gekämpft. Es ist an der Zeit, dass Plungerman auch mal wieder in Aktion kommt und hier mal was machen kann. Und er macht auch was. Und jetzt vergleichen wir mal kurz hier die beiden Toiletten. Rechts sehen wir die Glitch-Toilette, die wir lahmgelegt haben, als TV-Woman aufgetaucht ist. Und wir sehen alles, was an dieser Glitch Toilette dran ist, ist auch links in der Toilette vom Plungerman verbaut. Er hat hier unten zwar irgendwie eine größere Schüssel bekommen, damit er da reinpasst mit seinen neuen Beinen, aber diese ganze andere Technik von der Glitch-Toilette, diese Schilde hier unten dran, plus diese Computereinheit, diese Technik, was das hier hinten ist, ist auch hier hinter ihm und quasi nur der Außenkörper der Toilette wurde vergrößert, dass ein Kameramann da drin Platz hat. Plus diese Stacheln hier unten sind neu und natürlich die Plunger sind neu und diese Kontrolleinheiten hier an der Seite, womit er scheinbar die Toilette steuert. In Folge 57 wurde der Plungerman ja zerstört, seine Beine waren weg, sein Arm war weg und ich habe mich echt gefragt, wie sie ihn reparieren wollen. Stecken sie ihn vielleicht in so einen Mech rein oder was haben sie mit ihm vor? Sie hätten alles Mögliche mit ihm machen können, aber sie haben ihn komplett repariert. Beine sind wieder dran, Arm ist wieder dran, er ist wieder voll da. Er hat zwar sein Jetpack nicht mehr, ne? Er hat ja sonst immer mit Jetpack gekämpft, hatte zwei Plunger dabei und ist voll ausgerastet. Jetzt hat er hier auf dem Rücken aber sowas anderes. Ich glaube, das ist irgendwas zum Befestigen, denn hier in der Toilette haben wir auch so Klemmen oder so, die wahrscheinlich auch dafür da sind, dass er während dem Flug oder so da besser eingeschnallt ist oder so. Ich denke mal irgendwie sowas. Eine weitere wichtige Szene sehen wir hier nochmal am Ende, als der Mutant wieder aufsteht. Er wurde hier verletzt von diesen Spitzen und wird jetzt hier nochmal vom großen Speakerman attackiert. Und hier sehen wir jetzt nochmal was ganz Wichtiges. Erstmal wieder, er wird hier mit einem Messer oder mit einer Klinge gestochen. Und danach geht er drauf, wodurch wir mal wieder sehen, dass diese Skibidi Toilets auch einfach nur irgendwelche Organismen sind. Verletzt du den Kopf, sind sie tot. Und was wir auch sehen, Freunde, ist Blut auf dem Oberkörper vom großen Speakerman. Ihm fehlt ja auch ein Arm. Am Armstumpf ist ja auch noch so ein bisschen Blut. Das ist so leicht rötlich. Und hier sehen wir auch wieder, das sind keine Roboter. Irgendwas haben die hier gezüchtet, ob das Hybriden sind. Ob die hier Menschen wirklich teilweise dann zu Maschinen umgebaut haben, also zu Cyborgs. Oder was komplett Neues erschaffen haben, was aber trotzdem teilweise nur mit Blut funktioniert. Keine Ahnung. Aber ich bin wirklich gespannt auf die Auflösung. Denn wir kriegen jetzt mit jeder Folge mehr Hinweise darauf, dass noch mehr hinter dem Ganzen steckt. Und wie in bereits vielen anderen Folgen haben wir auch hier den Secret Agent, der aus dem Hintergrund alles beobachtet. Könnt ihr ihn sehen? Wahrscheinlich ist er direkt hier neben meiner Facecam. Wir wissen immer noch nicht genau, was es mit diesem Agenten auf sich hat. Es ist definitiv der Fug Boom. Das wissen wir. Er war schon in mehreren Episoden so drinne mit seinem Charaktermodell. Was genau er da macht, was genau er vorhat, beobachtet er einfach nur. Keiner weiß es. Wir haben keine Auflösung dazu und keine Hinweise. Er chillt einfach immer im Hintergrund und beobachtet uns. Am Ende der Episode sehen wir dann noch, wie die Titanen auch auf dem Weg hier unten sind. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir uns in der Nähe von Episode 62 befinden. Die sind garantiert auf dem Weg zur Wissenschaftler-Toilette. Ich denke also, dass wir in der nächsten Episode, in Episode 64, eine große Schlacht sehen werden. Und, liebe Leute, seht ihr die Arme von Titan Cameraman? Ich glaube, er hat hier neue Waffen, so wie das aussieht. Seine Arme waren in den letzten Episoden nicht so dick, die Unterarme, wenn er irgendwas gemacht hat. Also ich denke, dass er seine Kanonen hier unten wieder dran hat, die ja mal zerstört wurden. Also ich gehe mal davon aus, dass er nochmal geupgradet wurde. Wir gegen die Wissenschaftler-Toilette in den Krieg ziehen in der nächsten Episode. Allerdings glaube ich nicht, dass es so einfach wird. Vor allem, weil Titan TV Man, Cinema Man, immer noch nicht wieder da ist.
Ich bin echt gespannt, was abgeht, Freunde. Und falls ihr die Analyse und Infos von Episode 62 noch nicht gesehen habt, bleibt auf jeden Fall mal dran. Das könnt ihr euch jetzt auch noch angucken. Da waren auch einige wichtige Sachen, vor allem zur Wissenschaftlertoilette drin, damit ihr up to date seid, wenn die nächste Schlacht ansteht. Jetzt taucht hier unsere Wissenschaftlertoilette auf. Hier fliegt alles in die Luft. Boah, viel zu laut, Alter. Sogar für mich zu laut. Da ist G-Man auch wieder am Start. Die Bomber-Toilette. Ein richtiger Hinterhalt, in den wir hier reingeraten sind. Er, der den Cameraman zerreißt. Und er mit seiner Kreissäge. Okay, Leute, was meint ihr? Habt ihr alle Secrets gesehen, die es hier in dieser Episode zu entdecken gibt? Schauen wir mal rein und sehen wir, wie gut ihr aufgepasst habt. Ganz am Anfang haben wir hier diese Cameraman, die hier einen anderen Cameraman heilen. Die haben hier irgendwelche Schweißgeräte oder was auch immer das ist. Aber ist euch dieses Logo hier aufgefallen? Mir ist es in der ersten Reaktion bereits aufgefallen, aber ich konnte nicht genau entziffern, was es bedeutet. Aber wir schauen uns mal genau an, was es damit auf sich hat. Denn wenn man es auf den Kopf dreht, ist es das Gruppe 6 Logo, das Logo einer Sicherheitsfirma aus GTA 5. Hier rechts im Video könnt ihr die Cams sehen, wie sie in GTA 5 aussehen und hier die Cams in Skibidi Toilet, das sind genau die gleichen. Was hat GTA 5? Also mit Skibidi Toilet zu tun. Und was auch noch sehr auffällig ist, die alten Technik-Kameramänner sahen ganz anders aus. Also die haben sich nochmal verändert. Auf jeden Fall richtig crazy. Aber es gibt noch mehr Secrets. Denn hier in dieser zerstörten Toilette kann man zum ersten Mal den Abspülmechanismus sehen. In älteren Videos gab es auch schon zerstörte Toiletten, aber den Abspülmechanismus konnte man nie sehen. Am Anfang der Episode sitzt außerdem dieser Cameraman hier und trinkt irgendwas. Scheinbar durch seine untere Kamera. Und ich glaube, das soll uns symbolisieren, dass die untere Kamera sowas wie der Mund ist, denn das haben wir auch in älteren Episoden schon gesehen. Hier sitzen nämlich auch einfach drei Cameramen rum. Der eine haut sich einen Drink rein, der eine isst Popcorn und der andere ein paar Pommes. Schmeckt auf jeden Fall. Und auch hier in der Folge chillen die ganz entspannt auf Toiletten, trinken und essen was. Aber da Cameramen sowieso keine Roboter sind, brauchen sie ja auch was zu essen. Warum Cameramen keine Roboter sind? Dazu kommt später hier im Video noch mehr. Wen wir auch in dieser Episode haben, ist der allererste Speakerman, der jemals aufgetaucht ist. Nämlich er hier mit diesem hellen Anzug und seiner punktierten Krawatte. Den sehen wir nämlich auch hier, wie er mit irgendeinem Cameraman was verhandelt. Die Cameramen haben nämlich alle irgendwelche Waffen dabei, die Speakermen aber nicht. Also, keine Ahnung, kümmern die sich hier vielleicht um mehr Bewaffnung oder sowas. Ist auf jeden Fall seit langem das erste Mal, dass wir den originalen Speakerman wiedersehen. Ich glaube, das letzte Mal war in Folge 24, dass er aufgetaucht ist. Also wir sehen natürlich viele Speakermen, aber genau den hier, den allerersten mit seinem grauen Anzug, den sehen wir nur sehr, sehr selten. Aber kommen wir jetzt zum krassesten Secret in dieser Folge. Und Kuss geht raus an Isotoilet, der das rausgefunden hat. Nämlich dieses Nummernschild-Secret. Ihr seht hier 24724. Das ist erstmal eine Referenz zu Half-Life. Nämlich zu der Freeman-Stadt. Gordon Freeman haben wir ja auch schon ein paar Mal in Skibidi Toilet am Anfang gesehen. Und die Nummer 24 ist genau die Episode, in der der graue Speakerman zum ersten Mal auftaucht. Das ist genau der, den wir auch hier in der Episode haben. Alle Zahlen zusammen ergeben die Episodenzahl 19 und das ist die Zahl, in der wir andere Cameramen was essen sehen, genau wie den Kollegen hier. Und jetzt wird es richtig verrückt, Freunde. Wenn wir diese ganzen Zahlen zusammenrechnen, 24 zusammengerechnet ergibt 6, 247 zusammengerechnet ist 13, 13 zusammengerechnet ist 4 und Folge 46? In Folge 46 steht genau das gleiche Auto nochmal. WTF. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an Isotoilet, der das Ganze hier entdeckt hat. Da auf jeden Fall mal ein Abo dalassen. Das ist ein krankes Secret, von dem ich nicht wusste. Außerdem haben wir nach dieser Folge jetzt auch die Vermutung, dass es einen Verräter auf der Seite der Cameraman gibt. Ich meine, ihr seht die ganze Szene hier. Die sind hier übel am Chillen. Hier auf dem Boden wird einer so ein bisschen zusammengeflickt, ne? Den schweißen die mal eben wieder zusammen. Die anderen spielen hier mit einer Toilette irgendwie Volleyball oder so. Und zack. Und alle genießen einfach ihr Leben. Sitzen hier auf den Gebäuden und keine Ahnung. Als würden die mit nichts rechnen. Und auf einmal der absolute Hinterhalt der Toiletten. Keiner weiß, was abgeht. Alle stehen nur so ein bisschen rum. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Leute, ihr seht es auch hier bei diesen Flugtoiletten, alle haben Kopfhörer auf, in Vorbereitung auf den Angriff durch die Wissenschaftler-Toilette und durch seine neuen Lautsprecher. Jede Toilette, die hier auftaucht, hat also Lautsprecher, beziehungsweise Kopfhörer auf gegen die Lautsprecher.
Und jetzt kommt die Wissenschaftler-Toilette hier rein, drückt ihre Schallwelle raus. Und plötzlich liegen hier Lautsprecher hinter uns? Hä? Schaut euch die Szene am Anfang nochmal an. Niemand hat Kopfhörer. Schaut euch die Szene nochmal an. Niemand hat Kopfhörer oder einen Gehörschutz auf, ja? Niemand hat hier in irgendeiner Art und Weise irgendwas hier liegen. Man sieht nirgendwo Gehörschutz, Kopfhörer, irgendwas rumliegen. Gar nichts. Und dann, nachdem der Angriff startet, liegt plötzlich hinter uns hier so ein paar Kopfhörer, was wir aufsetzen können, um uns vor dem Angriff zu schützen. Und irgendjemand steht hier einfach nur random rum und hat überhaupt keinen Stress in seinem Leben. Ich meine, schaut euch das mal an. Sogar der große Speakerman rennt weg. Alle rennen weg wegen diesem Hinterhalt. Und hier bleibt irgendjemand einfach stehen und legt uns einen Gehörschutz, ein paar Kopfhörer hier hin. Und ich glaube, ich kenne den Grund dafür, denn wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen, dass durch bestimmte TV-Man wir quasi wie so eine Übertragung, wie eine Überwachungsübertragung herstellen können, ja? Ihr seht das Ganze jetzt hier. Das haben wir in alten Folgen schon mal beobachtet, wie hier über bestimmte TV-Man einfach eine Übertragung erfolgt und an anderen Orten das Geschehen beobachtet wird. Und meistens ist der Cameraman, aus dem wir vor Ort alles sehen, auch der, der diese Übertragung stellt. Also wurden diese Kopfhörer vielleicht bereitgelegt, damit wir beim Angriff nicht draufgehen und alles übertragen können, was hier passiert, um allen anderen zu zeigen, was auf sie zukommt. Denn wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass auch die Titanen, also Titan Cameraman, Titan Speakerman, Titan TV-Man, diese Übertragung beobachten. Und ich glaube, das soll denen einfach zeigen, hey, wir kommen, wir haben keine Angst, die neue Wissenschaftler-Toilette ist da und jetzt brennt der Laden richtig. Jetzt ist nur die Frage, wem gehört dieses Paar Beine hier oben? Wer ist hier der Verräter? Wer ist der Betrüger, der uns hier in das Licht führt und unsere Informationen an die Toiletten verkauft? Ist es dieser Agent, den wir schon ein paar Mal gesehen haben? Oder ist es irgendein random Cameraman? Aber wir werden es bestimmt noch herausfinden. Aber kommen wir nun zu einem der wichtigsten Parts in dieser Episode. Das hier. Da wird ein Cameraman zerrissen. Erstmal sind das hier schon wieder irgendwelche Mutantentoiletten, die neu hergestellt wurden aus Teilen von Cameraman, Teilen von Speakerman und Teilen von Toiletten, die jetzt Arme und Beine haben. Haben wir in alten Episoden schon mal gesehen, aber das hier sind scheinbar neue, verbesserte Versionen, die besser funktionieren. Und er zerreißt hier einen Cameraman. Da kommen irgendwie Funken aus dem einen Ende. Aber was kommt da aus dem anderen Ende? Ist es Öl? Ist das Blut? Soll das symbolisieren, dass die Cameraman keine Roboter sind, wie es vielleicht ein paar Mal schon so aussah, weil da kamen Funken raus, da wurden Arme neu angeschweißt. Aber vielleicht sind all diese Camera und Speakerman einfach nur irgendwelche mutierte Menschen hier in dieser Welt? Auf jeden Fall kommt hier irgendwas rausgespritzt, Freunde. Ist es Blut? Ist es irgendwas anderes? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und im Anschluss jetzt habe ich noch mehr Skibidi Toilet Secrets für euch, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Bleibt auf jeden Fall mal dran. Und wir gehen jetzt mal rein in die Remake-Videos. Die starten bei Episode 39. Ab Episode 39 haben wir es hier in der 16:9 Auflösung, wie Videos ja eigentlich aussehen. Oh. Anstatt in Short-Format in Folge 39 ist auch die erste Folge, ab der die TV-Man auftauchen. Ab hier haben wir das im normalen Format. Denn was ganz wichtig ist, hier in diesen Videos sind auch immer versteckte Botschaften drin von den TV-Man, die dann irgendwelche Sätze ergeben, wenn man sie rückwärts abspielt. Da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten gleich, weil vielleicht muss ich dazu auch noch ein Video machen, was diese ganzen Botschaften, die da drin versteckt sind, bedeuten. Okay, er leuchtet hier jetzt erstmal oder benutzt seinen Fernseher, um die Toiletten zu erledigen. Aber wenn es nicht in Short-Format ist, sieht es schon irgendwie noch cooler aus, oder? Habt ihr das gehört gerade? Ich spule nochmal zurück. Hört ihr das? Dieses Die TV-Men sprechen irgendwas, aber man hört erst, was sie sagen, wenn man es rückwärts abspielt. Das ist... Er hat auch was gesagt. Der Titan TV-Man hat auch was gesagt. Das ist uns neulich in dem einen Secret-Video aufgefallen, dass wir seit die TV-Man hier sind, immer irgendwelche versteckten Botschaften in diesen Videos sind,
die man sich anhören kann, wenn man es rückwärts abspielt. Was extrem, extrem krass ist, Leute. Und jetzt er hier wieder mit seinem Smiley. Let's go. Jetzt haben wir hier noch Episode 42. In der auch wieder noch alte Infizierte noch geheilt werden. Ja, die TV-Men sind schon brutal krass. Und die ganzen Teaser für die Computer-Man, die ja auch noch kommen sollen, Leute. Es wird wirklich wild. Oh! Hier werden wir von der Toilette noch erwischt, Leute. Und hier taucht jetzt auch nochmal der große TV-Man auf. Aber er sagt nichts, ne? Er hat, glaube ich, nichts gesagt, oder? Ja, doch, er war. Ich glaube, das war die Message, wo er sagt, shit happens, ne? Genau, weil die Toiletten jetzt die Sonnenbrillen aufhaben und die Kraft der TV-Man jetzt nicht mehr wirkt. Tja, shit happens. Und hier sind wir jetzt in Episode 44 und seht ihr das hier auf dem Dach? Das ist angeblich der erste Teaser für die Computer-Man, die irgendwann in den nächsten Folgen kommen sollen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht genau, wann ihr dieses Video hier bekommt. Kann sogar sein, wenn ihr das Video hier seht, dass es die Computer-Man schon gibt. Dann wisst ihr schon mehr als ich. Aber hier, hier wird erstmal wieder ordentlich aufgeräumt vom Titan TV-Man. Oh, Alter. Boots! Er wird komplett hops genommen. Ey, der Titan TV-Man ist so strong. Er hat was gesagt wieder. Hier geht's von den Armeetoiletten wird er wieder angegriffen. Jetzt kriegt er hier sein Upgrade noch rein. Let's go. Und boom! Yo, die Brillen platzen und die werden komplett zerstört einfach. Oh. Und Titan Speakerman taucht auf. Das ist auch noch in der Folge. Ja, moin. Und jetzt ist er sauer. Let's go. Und jetzt sind wir hier in Folge 45, wo ja hier im Fenster, ganz hier links, seht ihr das? Hier ist irgendwie so ein Mensch ist hier. Angeblich irgendein Agent soll das sein. Wird wahrscheinlich auch noch in einer der nächsten Folgen dann auftauchen. Und hier, oh, es ist einfach alles am Eskalieren. Er hat wieder irgendwas gesagt. Ey, wir müssen uns das gleich nochmal in Reverse angucken, Freunde. Ich sag ganz ehrlich. Wir müssen das gleich nochmal in rückwärts uns reinziehen, damit wir die ganzen Botschaften hören. Beziehungsweise vielleicht machen wir es im nächsten Video, mal schauen. Aber er teleportiert sich hier erstmal weg, weil Speakerman einfach weggeflogen ist, der alte Feigling. Er hat einfach das Weite gesucht. Und jetzt haben wir hier Folge 46, wo hier erstmal noch so eine Jetpack-Toilette komplett hops genommen wird. So, und hier war hier nicht auch nochmal ein Computerman irgendwo? Warte mal, nee, da, oh. Ah, nee, hier ist die Flugzeugtoilette, die alles einsaugt und geschützt ist gegen TV-Man. Ohren zu, Augen zu, aber das reicht nicht als Verteidigung. TV-Man einfach zu strong, let's go. Yo. Und alle, die gefressen und eingesaugt wurden, kommen wieder raus und sind gerettet. Aber scheinbar in der Folge kein Teaser für Computerman, ne? Warte mal, da war doch in irgendeiner Folge war so ein Plakat auch. Aber jetzt schauen wir uns die neueste Episode, jedenfalls stand jetzt gerade die neueste Episode 47 an. Ich glaube, mit dem krassesten Bosskampf, den wir bis jetzt hatten, Freunde. Also bis jetzt in der ganzen Serie ist das hier. So, da war schon mal Titan Speakerman. Hier ist doch schon alles zerstört mittlerweile. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Und da ist jetzt G-Man mit seinem Vierfachlaser. Und Speakerman kann das einfach abwehren und drückt ihn hier kaputt. Aber, oh! Wer ist er denn? Er kann, was? Er hat hier irgendwie Kreissägen, mit denen er kämpft. Oh nein. Was? Er kann ihn trotzdem besiegen, aber Speakerman zerstört seinen Bildschirm. What? Hier ist noch so ein Spinnenvieh. So ein riesiger Parasit.
Aber er hat sich wegteleportiert. Er hat es geschafft, sich wegzuteleportieren. Aber wir werden natürlich wieder kaputt gelasert von G-Man. Und... Der Agent! Das war der Agent! Moment, aber hier müssen wir mal kurz zusammenfassen. Die haben ihn hier übel angegriffen und hatten einen riesigen fliegenden Parasiten, der TV-Man übernehmen sollte. Aber er hat es geschafft, sich wegzuteleportieren. Jetzt stellt euch mal vor, die hätten TV-Man und Speaker-Man übernommen. Krieg auf jeden Fall verloren. Und hier am Ende taucht einfach noch dieser Agent auf, den wir in der einen Folge schon im Fenster gesehen haben. Was zur Hölle? Und TV-Man hat ultra viel geredet in dieser Episode. Ich muss das mal eben zurückspulen, Freunde. Das müssen wir uns reinziehen. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier die komplette Episode einmal rückgespult. Mal sehen, ob wir gleich hören können, was TV-Man alles sagt. Hoffentlich haben die Untertitel eingefügt. Der redet manchmal so undeutlich. Warte mal. You are so bad, hat er gesagt. Du bist so schlecht. You are so bad. Okay, was hat er noch gesagt? Na? Oh, eine Falle, hat er gesagt. Das ist eine Falle. Also er sagt, glaube ich, sogar Pathetic Trap. Pathetic ist halt ein bisschen komisch, wenn die das immer rückspulen und so, ne? Aber Pathetic Trap, also eine erbärmliche Falle. Dann wird er von dem einen aus dem Hinterhalt attackiert, der ihm da seine Lautsprecher und was absägt. Und da sagt er dann, you are so bad, du bist so schlecht. Und versucht trotzdem noch, G-Man hops zu nehmen. Und er schafft es sogar fast, ohne seine Lautsprecher. Aber dann haut ihm einfach Titan Speaker Man hier noch ein Messer rein in den Bildschirm. Und da kann er seine Kraft nicht mehr nutzen. Aber er schafft es, sich wegzuteleportieren, bevor ihn der Parasit schnappt. Heftige Folge, heftiger Kampf. Ich bin schon so gespannt, wie das weitergeht, Freunde. Also ganz, ganz wilde Nummer. Ey, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Checkt den Merch-Drop aus morgen Abend, 18 Uhr. Wenn ihr was wollt, seid pünktlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.